So, damit hallo und herzlich willkommen zurück und oh mein Gott, ist das hier gerade stürmisch, ne? Ja. So, er ist fleißig dabei, hier gerade Glas zu machen. Wobei fleißig ein bisschen anders aussieht, aber naja, so Stück für Stück schafft er das schon. Müssen wir mal gucken, dass wir das gleich alles dicht kriegen. So, Jetpack aktivieren. Rüber geht's. So, vorsichtig. Sehr schön. Ach, da ist so ein Alien. Deshalb habe ich mich schon gerade gewundert wegen dem Geräusch, aber okay, dann hat sich das gerade geklärt. Okay, da ist der Block. Dann müssen wir das auch. Also müssen wir dann auch nehmen. Ja, finde ich besser. Optik halber. Mal so. So, warte. Ja, ist ein bisschen. Ne, muss ein bisschen gucken hier, wie man das am besten macht. Sehr schön. Okay, und dann ans Glas. Na, ja, eigentlich erstmal ganz normales. Okay, ja, wir brauchen auf jeden Fall viel mehr davon. Na gut, wir könnten, wie gesagt, das hier unten wegnehmen. Das möchte ich eigentlich ungern, ehrlich gesagt. Ja. Ich lasse jetzt noch das eine machen. Dann werden wir das gleich entsprechend oben bei dem großen erweiterten Konstruktor abgeben. Denn da ist es einfach so, dass es viel, viel schneller geht dort oben. Ja. So, wollen wir nach und nach alles rüberschleppen. Verdammt, nein! Oh, 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 oh. Ach, gerade noch so geschafft. So. Mal lieber so hinlegen, dann weiß ich ganz genau, die unteren drei Reihen entsprechend gehören dahin. Mist, sehe ich jetzt erst. Hätte man lieber so machen müssen, ne? Ja, das wäre vielleicht besser. Ich hoffe, das ist dann auch dicht hier. Mal gucken. Vielleicht kriegen wir es ja. Achso, ja, nee, nee, nee. Ich muss das alles rüberschleppen. Richtig, richtig, richtig. Ohne das geht's nicht. Ohne die Ressourcen, ne? Ja. Wie soll das da funktionieren? Okay. Das wäre das. So, alles Rinder. Mal gucken, vielleicht haben wir jetzt schon die richtigen Ressourcen dabei, um die Glasscheiben zu machen. Ja, 20 Stück erstmal. Was haben wir noch? Ich glaube, das ist dann schon alles, ne? Ja. Wunderbärchenhaft. Achso, haben wir hier noch irgendwas drin? Ach, verdammt. Ich will immer, warum auch immer, die falsche Taste drücken. Ich habe keine Ahnung, warum. So, und warum kann ich jetzt nicht darauf zugreifen? Jetzt, okay, komisch. Munitionskiste, brauchen wir die? Ach, die kleine ist das. Okay. Das ist auch die kleine. Ah, nee, 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 nee. Wir müssen schon anders wegen dem Geschütz zur Verteidigung. Genau.
Das wäre schon recht wichtig, ehrlich gesagt. Super. Okay. Wie weit ist er? Ja, wir sehen, also es ist nicht mega, mega viel schneller, aber ein bisschen was. So. Ich bin ja immer noch gespannt, was jetzt halt kommt, wenn, nächste Woche, ja, nächste Woche soll das Anniversary-Update rauskommen. Bin ich echt mal gespannt, was uns da erwartet. Also ein bisschen was hat man ja schon gesehen oder gezeigt bekommen. Lass halt mal gucken. Okay. Das wäre schon mal das. Genau so. Naja, so ist halt, wir können sonst nichts unten drunter. Ich mache das aber nur da oben, also an der Stelle, weil, ja, ihr wisst schon. Wir ansonsten hier das nicht stehen lassen können. Ja, machen wir das erstmal so. Ich glaube, den Großteil der Basis werden wir eh nicht nutzen können. Okay, warte. Halt. Genau. Tada, sehr gut. Achso, warum schwebe ich denn hier hin? Ich muss ja... ja, Gewohnheit, ne? Siehst du, hat man sich schon in der kurzen Zeit daran gewöhnt, dass man das alles da unten holen muss. Schrecklich. Ja, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. So, Vorsicht. Genau. Mal alles dicht machen hier. Das zieht noch ein bisschen, ne? Hm. Sehr schön. Aber hier ist schon mal dicht, da brauche ich mir keine Gedanken machen. Ah, super. Was brauche ich noch? Stahlböcke brauche ich noch, ne? Na, sagen wir auch mal 10 und ich brauche auf jeden Fall noch mehr Fenster. So, 2 Stück haben wir schon mal wieder. Genau, hau die erstmal hier an den Seiten. Ja, es ist halt doof, wenn ich das so platziere, dass dann dieser Block komplett weg ist. Ich eigentlich nur die Blöcke in der Mitte habe, ne? Ja, da hoffen ja viele drauf, dass bei dem Anniversary Update, weil das halt was ist, was schon häufig angefragt wurde, dass das sich dann ändert und wir dann halt entsprechend den restlichen Block noch verwenden dürfen. Rein theoretisch, klar, ich könnte jetzt keinen vollwertigen Block so wie das hier da hinstellen. Normal wäre vielleicht auch machbar. Aber wenn ich zum Beispiel ein Geländer hier an diese Seite mache, dass sowas zum Beispiel geht, oder halt so einen anderen Block, also irgendwas, was halt nicht ganz so viel Platz braucht, ne? Also ihr wisst, was ich meine. Genau. Das wäre halt schon echt eine schnieke Sache. So. Das müsste eigentlich funktionieren. Da mal Holz, okay. Könnte ich eigentlich jetzt hier unten, mal Licht an, in der Zeit, die kaputten Blöcke ersetzen. Wir haben ja die hier weggenommen, genau. Die könnten wir dann hier hinhauen. Sauber. Auf der anderen Seite nochmal gucken, da haben wir ja das gleiche Problem. Achso, wo geht's eigentlich hier hin, siehst du? Haben wir noch gar nicht geguckt. Ah, ist beschädigt, ach du Scheiße. Haben wir eine Reparaturstation hier? Ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt. Müssen wir mal gucken. Wenn, dann wahrscheinlich hier hinten, ne?
Aber sicher ist das natürlich auch nicht. Ich nehme das mal aus der Hand, kann ein bisschen schneller schwimmen. Nicht danach aus, als ob wir hier eine Reparaturstation hätten. Können wir oben gucken, aber wie gesagt, dran glauben tue ich jetzt nicht, ehrlich gesagt. Nee, sieht auch nicht danach aus. Schade. Hier vielleicht irgendwo? Oder unten sonst, aber ich glaube, unten haben wir auch noch nicht alles weggebuddelt, ne? Genau, hier noch nicht und da auch noch nicht. Also hier unten ist noch viel, viel, was wir entsprechend entdecken müssen. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal eine Reparaturstation basteln. Wäre, glaube ich, ganz angebracht. Naja, gucken wir mal, wie weit er jetzt ist. Achso, okay. Was ist eigentlich hier in der Reparaturstation? Ginge das überhaupt? Ich weiß gar nicht, ob wir eine freigeschalten haben überhaupt. Ja, es sieht nicht danach aus, dass wir eine Reparaturstation haben. Hier ist eine. Ja, die haben wir noch nicht freigeschalten. Okay, das heißt eigentlich im Endeffekt, wir müssen einen neuen Bohrer herstellen. Aber wir haben ja den Bohrer T2. Genau, das heißt, den stellen wir dann her. Wir haben genügend Ladung, das müsste eigentlich funktionieren. Ich habe hier Frachtboxen, das heißt, da packe ich dann erstmal das Zeug rein. Das brauchen wir ja nicht. Selbstschussanlage können wir da auch mit reinhauen. Genauso die Deko-Blöcke hier. Portablen Konstruktor. Schwierig. Ja, nehmen wir es erstmal so mit. So, sehr gut. 11 Stück, ne? Da können wir schon mal einiges mit zaubern. Okay. Mal hier oben weiter, würde ich sagen. Genau das hier. Nein! Verdammt. Okay, Schwein gehabt. Das war eins zu früh. Hier muss der Block hin. Genau. So, dann das. Und wir sehen, jetzt ist noch immer jede Menge Luft, ne? Ja. Gut, wir haben jetzt oben die Decke zum größten Teil fertig, aber bis das dann hier alles erledigt ist, oh ja, ich denke mal nochmal so 20 Stück. Mal davon nochmal 10. So, dann gehen wir mal runter. Aber wie gesagt, das interessiert mich jetzt gerade, was wir denn da unten noch alles haben. Genau, und da wir uns ja noch nicht nach vorne gebuddelt haben. Also, wie war nochmal, ich habe jetzt... Was braucht ihr denn? Bohrerladung, okay. Was brauchen wir denn für eine Bohrerladung? Kunststoffmaterialien. Okay. Und zur Hölle bekomme ich Kunststoffmaterialien her. Hey, die Keks, ey. Und warum habe ich sowas nicht? PDA, ach ja, es gibt keine Suchfunktion, ne? Verdammt. Ja, muss ich mal gucken zum nächsten Mal. Also, in dem Sinne, bis dahin, euer Mr. Zocker.